Hier haben wir auch, ich sage mal wenige Wortmeldungen und doch einen relativ deutlichen Ausschussbericht, sodass ich mal auf die Fraktionsrunde versuche zu verzichten. Und zwei Wortmeldungen fix und eine eventuell habe. Ich fange mal mit Ladies First an, Frau Holowenko und dann Herr Schmidt. Na dann, Herr Schmidt, los geht's. Genau, ich habe nicht mehr die Zeit, zur Toilette zu gehen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste, das Toilettenkonzept, wir haben schon oft genug drüber gesprochen in diesem Rat. Nun haben wir es endlich zur Beschlussfassung vorliegen. Der Bürgermeister hat sich schon gefreut bei der Ankündigung dieses Tagesordnungspunktes, dass ich jetzt wieder hier vorn stehen werde. Und da ich ja den Sprecherposten des interfraktionellen toilettenpolitischen Sprechers in diesem Stadtrat bekommen habe, übernehme ich das wahrscheinlich jetzt auch für mehrere Fraktionen. Noch mal ganz kurz zur Einordnung. Wir wissen seit mehreren Jahren, Ruhe da hinten jetzt, wir wissen seit mehreren Jahren, dass die bisher genutzten Toiletten nicht mehr in den Verträgen so laufen könnten, wie es war. Wir haben die Stadtwerbeverträge, die Ende 2022 ausgelaufen sind. Im April 2021 gab es eine Neuausschreibung. Seitdem hätte die Verwaltung handeln können und etwas tun können. Wir haben dann Anfang 2022 mal einen Stadtratsantrag eingebracht, damit die Verwaltung ein Toilettenkonzept erarbeiten möge. Diesen Antrag hat der Stadtrat im Dezember 2022 beschlossen. Da lag immer noch nichts von der Verwaltung vor. Wir hatten aber mehrfach in den Beratungen gehört, dass man bereits an einem Konzept arbeite. Es hieß immer, die Verwaltung macht ja schon. So, die Vorlage haben wir dann im dritten Quartal bekommen. Das, was die Verwaltung als ein Toilettenkonzept bezeichnet, ich sage es ganz ehrlich, hätte man sowas früher in der Schule abgeliefert, ich glaube, dann hätte es eine 6 gegeben und dann wäre es zurück auf den Tisch geflogen. Also das ist für mich kein Konzept. Wir haben, wer sich die Anlage zur Vorlage mal anschaut, was da als Konzept drin ist, dort sind mehrfach die gleichen Tabellen aufgeführt, einfach um ein paar Seiten zu füllen. Und am Ende kommt raus, dass es künftig weniger Standorte geben soll als bisher, obwohl wir klar wissen, in dieser Stadt braucht es mehr öffentliche Toiletten und öffentlich zugängliche Toiletten. Wir hatten in unserem Antrag die Verwaltung beauftragt, dass die Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte vorab in der Bedarfsanalyse abgefragt werden sollen. Das ist nie passiert. Wir haben jetzt in den Beratungen festgestellt, Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte haben natürlich eine ganze Menge Änderungsbedarf angemeldet und festgestellt, dass es eben mehr Standorte braucht als das, was bisher drinsteht. Auch da gab es von der Verwaltung regelmäßig den Verweis auf das wenige Geld, was im Haushalt steht. Ich will es noch mal betonen, im Haushaltsentwurf der Verwaltung standen 500.000 Euro pro Jahr. Dank der CDU-Fraktion ist es dann im Doppelhaushalt im Haushaltsbegleitbeschluss auf 2 Millionen Euro erhöht worden. Also hätte man das Geld nie eingestellt, wäre das nie da. Wir haben jetzt einen federführenden Ausschussbericht heute hier vorliegen, der all die umfassenden Änderungen aus den Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten beinhaltet, der das aufnimmt, der die Standorte nicht automatisch jetzt entsprechend zur Umsetzung bringt. Das ist auch klar, weil, wie gesagt, das Geld natürlich nicht reicht. Aber die Standorte sind als Standorte jetzt vom Ausschuss so entsprechend bestätigt worden und sind aufgenommen worden in der Vorlage. Ich erwarte von der Verwaltung, dass sie das Konzept daraufhin dann natürlich auch noch mal entsprechend überarbeitet, diese Standorte vernünftig in das Konzept aufnimmt und dann auch sämtliche andere öffentliche Toiletten, die in dieser Stadt existieren. In dieser Vorlage sind die Rathäuser, die Bibliotheken mal so am Rand mit erwähnt. Das sind öffentliche Toiletten, die wir zugänglich machen für die Öffentlichkeit und die sollten natürlich auch mit Standorten irgendwo bekannt sein für die Leute. Und was ganz wichtig ist, wir müssen diese Toiletten natürlich auch für Touristen irgendwo bekannt machen. Und wir hatten es mal gesagt, im Themenstadtplan, das wird ein Tourist relativ wenig nutzen, ein Themenstadtplan oder auch eine Dresden-App. Insofern wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, ja, Kollegin Krause wird jetzt gleich wieder mosern, ich sehe es schon, die auch bei Google zum Beispiel mit einzustellen, weil wenn ich irgendwo in einer anderen Stadt unterwegs bin und suche irgendwas, wo gucke ich rein? Als erstes gehe ich zu Google Maps und schaue dort nach entsprechenden Informationen. Das wäre hier entsprechend für Touristen auch angebracht. Ich glaube, das wäre eine sehr touristenfreundliche Lösung, die wir in einer Tourismusstadt Dresden umsetzen könnten. Kurzum,
Ich freue mich jetzt auf eine breite Zustimmung zu dem federführenden Ausschussbericht und hoffe, dass die Verwaltung dann auch schnell ins Handeln kommt und die notwendigen Maßnahmen ergreift, die Ausschreibungen vornimmt und dann entsprechend die Standorte auch gebaut werden, damit es bald in dieser Stadt ein vernünftiges Toilettennetz gibt. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank. So, nachdem, wie ich gelernt habe, der toilettenpolitische Sprecher für alle Fraktionen gesprochen hat, gibt es dennoch weitere Wortmeldungen? Gibt es nicht? Sehr gut. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Sie machen Ihre Aufgabe sensationell gut, Herr Schmidt. 64-0-0. Kommen wir jetzt zu den Tagesordnungspunkten 17 und 18 in gemeinsamer Behandlung, wie wir